So, und damit mache ich mal wieder ein Vorwort, allerdings diesmal kein allzu langes. Und zwar wollte ich zum einen sagen, dass dieses Video doch deutlich länger und aufwendiger geworden ist als ursprünglich geplant. Ich wollte nämlich erst ein 10-Minuten-Video machen, jetzt bin ich bei 1 Stunde und 12 Minuten gelandet. Dementsprechend wäre es auch sehr cool, wenn ihr mindestens einen Daumen nach oben geben könntet, einfach um den ganzen Aufwand, alleine auch schon den zeitlichen Aufwand, dort zu honorieren. Und ich wollte ankündigen, dass ich das Video in 2 Teile teilen werde, denn ich habe auch einen thematischen Bruch. Und zwar werde ich im ersten Part über Clownswelt reden oder ein Video von Clownswelt. Und im zweiten Teil werde ich über ein Video vom Ketzer der Neuzeit reden. Und dementsprechend werde ich das Ganze aufteilen. Zum einen, dass man es halt besser sehen kann, damit das Video nicht zu lange geht. Dass ihr also euch 2 Kurzvideos anschauen könnt. Und um das auch thematisch zu sortieren, also falls ihr bloß das Video sehen wollt, wo ich mich zum Ketzer der Neuzeit äußere, dann könnt ihr einfach auf den zweiten Teil direkt klicken. Genau, und jetzt, wo ich das gesagt habe, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und wie gesagt, einen Daumen nach oben, das wäre super cool von euch. Genau, in dem Sinne, haut rein, liebe Leute. Jawohl, liebe Leute, und damit grüße ich euch zu einem weiteren Video. Ich wollte heute eine kurze Reaction machen oder ein Reaction-Video machen auf ein Video von Clownswelt. Das Video heißt Die distanzierte Mitte. Dabei geht es um eine Studie, die erstellt wurde, die eben auch heißt Die distanzierte Mitte, die das Thema Rechtsextremismus und Sexismus hatte, allerdings eher mit Fokus auf Rassismus. Und er hat dazu einiges gesagt, beziehungsweise zu einigen Punkten daraus reagiert. Und ich würde jetzt gerne einfach nochmal was dazu ergänzen. Ich zeige euch davon jetzt einfach mal einen Ausschnitt und dann sage ich nochmal kurz was dazu. Wenn ihr da schon in der Tendenz mitgehen würdet, seid ihr leider sexistisch. Darunter dann auch direkt, bei der Gleichberechtigung geht es eigentlich darum, dass Frauen mehr Macht bekommen als Männer. Naja, das wäre ja Gleichstellung. Gleichstellung wäre das nicht, wenn Frauen mehr Macht bekommen als Männer. Aber gut, das übersehen wir jetzt einfach mal. Ich gehe einfach mal weiter hier. Was gerne anstatt der Gleichberechtigung genannt wird, und genau das findet doch statt, zum Beispiel in Form der Frauenquote. Nehmen wir an, eine Stelle ist frei, ich bewerbe mich, bin sogar besser qualifiziert als die Frau, die sich zum Beispiel mit mir bewirbt. Die müssen aber noch einen Frauenquotenplatz erfüllen. Dann werde ich sexistisch diskriminiert, selbst sollte ich besser qualifiziert sein, weil man sich bei den 2 Bewerbern, ich und die Frau, für die Frau entscheidet, um die Quote zu erfüllen. Das ist keine Gleichberechtigung, das ist Gleichstellung, mit Gewalt also, Frauen in diese Position hineinzudrücken und Männer systematisch auszuschließen. Und damit handelt es sich schon lange nicht mehr um Gleichberechtigung. Wir haben alle die gleichen Rechte vor dem Gesetz. Nein, es ist eine sexistische Diskriminierung. Aber wenn ihr diese Meinung habt, meine lieben Freunde, seid ihr leider rechtsextrem. So, genau. Warum habe ich das jetzt gezeigt gehabt? Also es gibt dafür mehrere Gründe. Wer meinen Kanal schon ein bisschen verfolgt hat, beziehungsweise sich auskennt auf meinem Kanal, der weiß, dass ich da auch eine Reihe habe von Sexismus gegen Männer. Ja, auch das gibt es tatsächlich. Auch das kommt leider vor. Es kommt auch deutlich häufiger vor, auch im Alltag, wenn man auch ein bisschen dann einen geschulten Blick darauf hat. Es kommt leider häufiger vor, als man denkt, beziehungsweise so vermuten würde. Denn wenn es ums Thema Sexismus geht, geht es ja eigentlich in dieser Gesellschaft eigentlich bloß um Frauen. Also fast immer, wenn irgendwie was gesagt wird, also sobald Sexismus fällt, es geht bei diesem Begriff Sexismus eigentlich immer bloß um Frauen in unserer Gesellschaft. Ganz so einfach ist das nicht. Ich habe auch einige Videos schon hochgeladen gehabt. Ich habe zum Beispiel von The Red Pill, das ist eine Doku, habe ich was hochgeladen, wo ich noch Sachen ergänzt habe, beziehungsweise dann auch noch Texte ergänzt habe und ein paar Studien und so weiter ergänzt hatte, weil da einige Punkte waren, die ich noch ein bisschen ausarbeiten wollte. Genau, und auch hier würde ich wieder zu einem nicht geringen Teil zustimmen. Ich meine, er hat ja selber gesagt, man wird auch teilweise als Mann benachteiligt. Ich fand das Beispiel von ihm jetzt auch gar nicht schlecht gewählt. Das gibt es natürlich auch in der Arbeitswelt, dass einfach gewisse Frauenquoten bestehen. Was also heißt, es kann durchaus sein, dass man in einen Job nicht eingestellt wird, beziehungsweise nicht angenommen wird an einer Jobausschreibung, weil man halt ein Mann ist und eine Frau halt dann bevorzugt wird, einfach um diese Quote zu erfüllen. Was natürlich unfair ist auch, so wie er das im Video auch erklärt hat. Denn klar, wenn man einen besseren Abschluss hat und sich da mehr reingekniet hat und bessere Noten hat, und trotzdem wird man für den Job nicht genommen, obwohl man die bessere Person wäre, dann ist es natürlich auch eine Art von Diskriminierung und auch eine Art von sexistischer Diskriminierung. Also insofern, sowas kommt schon vor. Was mich halt bloß auch daran ärgert und das, was er jetzt auch gerade gesagt hat, ist halt, dass man dann sehr in diese rechte Ecke gestellt wird, Sexismus-Ecke, Chauvinisten-Ecke und was nicht alles, wenn man sich darüber aufregt. Und eigentlich hat man das Recht dazu, man kann sich ja wirklich auch darüber aufregen, wenn man eben auch benachteiligt wird. Das ist jetzt vollkommen egal, ob man jetzt aufgrund von Religion oder Hautfarbe oder Geschlecht benachteiligt wird oder ob man jetzt benachteiligt wird, ob man jetzt ein Mann ist oder weil man eine Frau ist. Ist mir an der Stelle eigentlich egal. Ich finde, man kann eigentlich immer sich beschweren oder verärgert sein, auch rechtmäßig verärgert sein, wenn man irgendwo benachteiligt wird. Und
Ja, ich denke, das ist an sich natürlich angebrachte Kritik. Also wenn man halt einen Job nicht bekommen hat, obwohl man eigentlich die beste Person war, die sich dafür angemeldet hat, aber es gab halt noch 3-4 Frauen oder so, die sich angemeldet haben für den gleichen Job und die hätten alle den Job eher bekommen als man selber, obwohl man selber die höchste Qualifikation hat. Das ist natürlich schon ärgerlich. Ja, man wird halt dann wirklich sehr gerne auch abgestempelt, dass man dann direkt rechts ist, sexistisch, was auch immer alles. Und ich finde das immer sehr schwierig, weil was soll man denn noch für einen Konsens haben miteinander? Oder wie soll man dann über Probleme noch reden können, wenn man Sachen nicht mehr anbringen darf, weil man dann direkt über einen Kamm geschert wird? Und nur weil man sich über so ein Verhältnis zum Beispiel bei einer Einstellung aufregt, ich wurde ja nicht angenommen, was für ein diskriminierendes System mir gegenüber, ist man auch noch lange kein Sexist oder Rassist und so weiter. Und das ist leider eben auch so ein Thema, was wir in der Gesprächslandschaft schon seit längerer Zeit haben. Nicht nur Deutschland, auch wenn ich das so verfolge allgemein in Europa, aber auch in Amerika, dass es einzelne Gruppen sind, die eben auch dann Ideologien haben und gerade so Richtung Feminismus und LGBTQ sind das natürlich auch Ideologien, also da werden teilweise Sachen von sich gegeben, beziehungsweise auch mit Art und Weisen dort verteidigt. Das hat schon dann gewisse Züge von einer Religion, möchte man sagen. Und das macht eben auch die Gesprächsqualität so ein bisschen kaputt, wenn man dann direkt von der Gegenseite angegriffen wird oder diffamiert wird, nur weil man nicht genau die gleiche Meinung hat wie die. Einer hat auch geschrieben gehabt in die Kommentare, ist der Bürger unbequem, gilt er schon als rechtsextrem. Das ist eben halt schwierig, ne? Ich sehe mich jetzt selber nicht als Sexisten. Ich bin durchaus für Gleichstellung. Ich bin durchaus dafür, dass Frauen mitreden können. Ich bin auch durchaus dafür, dass man mit Leute mit Behinderung integriert, etc. etc. Also ich sehe mich jetzt nicht als einen intoleranten Menschen an. Aber so dieses Vorgehen, dass man direkt sagt, okay, wenn einer was anders sieht, dann ist das einer von der rechten Seite oder von der sexistischen Seite. Das ist halt an sich schwierig. Und dadurch wurde halt eben auch vieles aufgezwungen. Also was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist immer so dieses Gendern unbedingt. Es würden sich schon viele aufregen, dass ich sowas sage. Aber ich habe selber einige Transfreunde, mit denen ich auch selber viel kommuniziere, beziehungsweise auch schon viel diskutiert habe über das Thema und die eben auch schon so gefragt habe, was halt die denn von den ganzen Gendern, wo die halt auch gemeint haben, ja, ist ja schön, dass man annimmt, dass Menschen andere Pronomen haben, aber die auch dann Probleme anders gesehen hatten, also wo die auch gemeint hatten teilweise, dass das Problem eigentlich Transmenschen gegenüber ist, dass man einfach viel zu wenig weiß in der Gesellschaft und anstatt den Leuten alle irgendwelche Pronomen aufzuzwingen, haben die halt auch gemeint, es würde halt mehr Sinn machen, dass man halt Leute eher aufklärt über Sexualität, Transsexualität, was bedeutet das, wie erkennt man das, wie geht man damit vernünftig um. Wo halt auch viele gesagt haben, ja, Bildung wäre eigentlich der Key und nicht, dass wir dort gendern. Und ja, mittlerweile sind wir auch in einem Kurs angekommen, an einer Stelle angekommen, wo wir eben auch dazu genötigt werden, Leute zu gendern, wo das mal wieder auch so gepusht wird, wo ich mir halt auch denke, es ist doch an sich wieder ein total kranker Ansatz, weil ja, 99% der Menschen auf der Erde, die identifizieren sich eben auch mit dem Geschlecht, was die haben. Die sind zwar vielleicht dann schwul oder lesbisch oder was auch immer, einige davon noch, aber wirklich die meisten Menschen, die identifizieren sich ja auch mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wird. Und ich finde halt so diese Idee so krank, was da von vielen auch gepusht wird, dass wir jetzt auch jeden fragen sollen beim Gendern, ja, was sind denn deine Pronomen? Denn wie gesagt, für 99% der Leute ist das gar kein Thema. Die haben sich immer als das auch gesehen, als dass sie identifiziert wurden bei der Geburt. Und jetzt jeden zu fragen oder so diese Fragen aufzudrängen oder auch in irgendwelchen Fragebögen dauernd unterzubringen, ja, was sind ihre Pronomen denn? Ich finde das halt so bescheuert, weil 99% der Menschen gegenüber, die eben auch sich verbunden fühlen mit dem Geschlecht, was ihm zugefügt wurde, 99% der Menschen gegenüber, ist das eine vollkommen unnötige und sinnlose Frage einfach. Aber ja, wenn ich schon das bloß ausspreche, bin ich ja auch schon direkt wieder Sexist und Rassist und was nicht alles. Und er hat es ja auch gesagt im Video, wir sind ja eigentlich alle vorm Gesetz gleich. Und klar, es gibt immer noch Diskriminierung Frauen gegenüber, immer noch gibt es viel Chauvinismus in der Gesellschaft. Und ich will gar nicht sagen, dass Sexismus vollkommen abgeschafft ist, aber er hat ja recht, vorm Gesetz sind wir zumindest theoretisch gleich. Und wenn wir halt mal schauen, so weltweit, wie es Leuten in Afrika geht, Leuten in Südamerika gibt, in ganz, ganz vielen Teilen von Asien, die ja auch sehr arm sind, wie geht es denn dort den Leuten? Da würde ich eigentlich sagen, dass eine Frau hier in Deutschland durchaus emanzipierter ist, beziehungsweise auch freier ist an vieler Stelle, als arme Männer in der armen Welt einfach. Also das immer so darzustellen, als ob hier die Frauen besonders gefährdet wären, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Und für mich ist es eben auch wieder so eine Sache, wo es schon um Leute gibt, die eben auch schon Privilegien haben, um die noch weiter zu privilegieren. Das klingt jetzt erstmal sehr verschwörungstheoretisch oder sehr übergriffig, aber ich würde gerne kurz auch erklären, warum ich das so sehe. Denn ja, wenn wir halt zum Beispiel über irgendwelche Quoten reden, wo Frauen eingesetzt werden müssen und so weiter, das sind halt Sachen am Arbeitsmarkt zum Beispiel, die vielleicht ein bisschen unfair sind, vielleicht auch nicht unfair sind, vielleicht sogar den Männern gegenüber unfair sind. Aber das ist ja alles für Frauen, die bereits in dieser Gesellschaft leben, die bereits irgendwo auch einen Abschluss haben, die bereits irgendwo integriert sind in dieses System. Und es gibt halt ganz, ganz viele andere Leute, die halt viel eher Hilfe brauchen würden auch.
Denn auch in Deutschland gibt es auch heutzutage immer noch Frauen und Mädchen, die halt mit dem Gesetz, in Anführungszeichen, der Scharia aufwachsen, wo halt ein religiöses Gesetz an deren Stelle tritt, beziehungsweise an Stelle des deutschen Gesetzes tritt. Genauso gibt es leider immer auch noch nicht wenige Fälle in Deutschland, wo leider immer noch dieses grausame und auch wirklich grausame Ritual der weiblichen Beschneidung fortgesetzt wird. Und solche Fälle gibt es halt eben auch in Deutschland noch. Also Frauen, die halt auch wirklich um ihr Leben bangen müssen, wenn sie sich klar ausdrücken. Frauen, die verstümmelt werden. Frauen, die halt wirklich krass unterdrückt werden. Und ja gut, jetzt kann man natürlich wieder auch sagen, okay, das wird halt nach Deutschland gebracht. Das sind halt eigentlich alles Ausländer, denn es ist halt keine deutsche Tradition, weibliche Beschneidung durchzuführen. Das sind halt dann eigentlich fast alles Familien, die aus Afrika kommen. Genau, also das ist, kann man es nicht auch sagen. Aber es gibt ja auch solche Frauen hier in diesem Lande. Und das ist eben auch so allgemein so mein Problem mit dem Feminismus. Man setzt sich halt dort für Leute ein, die bereits eigentlich ziemlich privilegiert sind, die, gerade wenn wir weltweit blicken, sehr, sehr viele Privilegien haben. Und die halt wirklich Probleme haben, also die nicht klar ihre Meinung ausdrücken können, die immer noch auch zwangsverheiratet werden. Auch das gibt es auch heute noch in Deutschland. Genauso gibt es immer noch Kinderehen, auch in Deutschland. Natürlich sind das überschaubar große Zahlen in Deutschland. Aber auch hier in Deutschland gibt es solche Sachen noch. Also so die Frauen, die halt wirklich krass unterdrückt werden, die halt wirklich auch krass von diesen patriarchalischen Systemen ausgenutzt werden, die werden halt gern übergangen. Und stattdessen richten wir halt unser Auge auf den Arbeitsmarkt. Also dort, wo man mit Anführungszeichen auch Geld holen kann, wo man halt Stellen für sich erbeuten kann, wo man Macht auch bekommen kann und so weiter. Und ja, das ist eben auch so mein Problem mit dem Feminismus einfach, gerade auch in diesem Land. Es gibt ganz, ganz viele und gerade auch weltweit ganz, ganz viele Frauen und Mädchen, die halt wirklich unterdrückt sind. Aber hier ist es mittlerweile zu einer Diskussion auch gekommen, wo eigentlich wir schon ganz, ganz viele Frauen haben oder ein Großteil der Frauen so leben, dass wir eigentlich auch wirklich sagen können, die sind gleichberechtigt. Man kann sich immer noch irgendwie nicht gleichberechtigt fühlen. Vielleicht auch, weil es einem körperlich nicht so geht, beziehungsweise man kleiner ist, man schwächer ist, weil es einem vielleicht auch so gelehrt wurde. Man kann sich überall unterdrückt fühlen. Aber wenn ich mich so in der Gesellschaft umschaue, sehe ich eigentlich erstmal ein Problem und das ist, dass arme Menschen, sozial schwächer gestellte Menschen, Leute mit weniger Bildung, dass die ausgenutzt werden, dass die missbraucht werden von Leuten, die eben Macht, Bildung etc. haben und Status haben. Ich sehe eher das als Problem, als dass ich jetzt sagen würde, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die Frauen per Du ausnutzt. Denn wenn wir uns auch einfach mal ganz klar umschauen im Arbeitsmarkt, die meisten Arbeitsunfälle, das sind Männer, die darunter leiden. Gerade die meisten tödlichen Arbeitsunfälle, das sind Männer, die darunter leiden. Ausfälle wegen Stress etc., das sind auch Sachen, wo Männer mehr darunter leiden. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich das Gefühl dort habe, dass einfach Frauen überall benachteiligt werden und dass man als Mann das direkt viel besser hat. Und das ist leider mittlerweile auch so verkommen, wenn man halt diesen Kurs eingeht oder auch das halt ausdrückt, dass man auch dann sehr gerne als Sexist und was auch immer dargestellt wird. Und ich finde das halt super, super schwierig, direkt alle, die halt eine andere Meinung haben und das auch teilweise auch noch gut begründen können, einfach über einen Kamm zu scheren. Und das ist leider echt, wo wir mittlerweile angekommen sind in der Gesprächskultur, dass solange du nicht bei diesem echt super linken Kurs, und ich bin nicht rechts, aber ich bin auch nicht super links auf jeden Fall, wenn man bei diesem super linken Kurs nicht mitgeht, dass man direkt als Rassist und Sexist dargestellt wird, das ist halt einfach schwierig. Und das dient halt auch nicht einem vernünftigen Gespräch, weil mittlerweile gibt es teilweise echt Fronten hier, was dieses LGBTQ-Thema betrifft, was Gendern und was nicht alles betrifft. Also es ist schon so verhärtet, es ist wirklich schon, es nimmt religiöse Züge an. Und ja, auch hier in Kommentaren zum Beispiel gibt es auch einige, die das halt auch sehr lächerlich fanden, also was mittlerweile auch dort rausgehauen wird. Als Sozialwissenschaftler gruselt es mich bei dieser Studie, die Fragestellungen sind derart undifferenziert formuliert, dass es ein ideologisches Motiv unterstellt werden, dass ein ideologisches Motiv unterstellt werden muss. Ja, das sind alles auch so Sachen. Ihr könnt es euch aber selber durchlesen, was die Leute hier so geschrieben haben. Das ist halt schon wirklich abgefahren. Und das ist halt auch wirklich Radikalisierung von den Meinungen dann. Und ja, wenn wir halt überall dann versuchen, den Zensurfinger draufzusetzen, nur weil Leute eine Meinung ausdrücken, die mehr als nachvollziehbar ist oder teilweise auch Meinungen ausdrücken, die einfach nur stimmen. Und dort einzelne Gruppen glauben, dass sie dort ihre Form der Cancel Culture durchsetzen müssen, indem man dann Leute cancelt, einfach weil die eine andere Meinung haben. Das ist auch super undemokratisch einfach. Also deswegen bin ich auch voll dagegen, gegen solche Sachen. Und wie gesagt, ich ärgere mich halt auch immer wieder über dieses Thema so, weil es gibt so viele Menschen, die ja auch wirklich Hilfe bräuchten. Und dann wird es immer so dargestellt, als ob hier die Frauen gerade ausgerechnet in Deutschland immer super benachteiligt sind. Also finde das wirklich super schwierig einfach. Und wie ich schon erwähnt habe, also es wird einem dann auch alles Mögliche schnell gern an den Kopf geworfen, dass man als Mann bloß seine Macht erhalten will und was nicht alles. Nur, dass ich ja persönlich gar nicht in einer Position bin, wo ich irgendwie Macht ausübe, einen Job ausübe, wo ich über andere das Sagen habe, sondern ich mache auch einfach bloß für mich mein Ding quasi. Und das hat überhaupt nichts mit Macht zu tun, wenn ich mich darüber aufrege oder dass ich Angst davor habe, meine Macht abzugeben, wenn ich mich darüber aufrege. Ich finde es halt einfach nur schwierig, wenn Leute, die bereits privilegiert sind, sich immer darüber aufregen, wie schlecht es einem eigentlich geht. Und wenn man einfach mal ein paar Missstände oder Logikfehler aufzeigt,
man direkt gerne in diese Sexismus-Ecke reingeschmissen wird, denn ich sehe mich selber nicht als Sexisten. Ich habe eigentlich kein Problem damit, Frauen an sich zu akzeptieren. Ich bin halt bloß immer wütend, wie diese Diskussion geführt wird und wie eben auch gern Männer dämonisiert werden und wie Frauen überall glauben, sich noch extra Rechte rausnehmen zu müssen, aufgrund von einer angeblichen Benachteiligung, die es erstmal so gesetzlich nicht gibt. Er hat es ja selber im Video gesagt, an sich nach dem Gesetz sind wir alle gleich. Und wie gesagt, also an vieler Stelle werden auch dann Männer benachteiligt. Mir fällt auch immer wieder auf, dass tatsächlich Männer teilweise auch Mädchen bevorzugen, dass die dann noch extra Regelungen für die machen etc. Also ich habe eher den Eindruck, dass Männer sogar Frauen eher bevorteilen als benachteilen. Und ich habe auch das gleiche Thema auch bei Frauen gesehen. In Schulen zum Beispiel sind ja auch viel mehr Frauen eingestellt als Lehrerinnen, als Lehrer eingestellt sind. Und wenn dann Lehrer eingestellt sind, sind es meistens halt die Fächer Mathematik, Physik, also Naturwissenschaften allgemein und Informatik, nicht, dass dort auch nicht, dass dort keine Fächer. Aber das sind also die Fächer, die halt von Männern dominiert sind. Aber der Großteil der Leute, die an Deutschland eingestellt werden als Lehrkräfte, das sind halt doch auch Frauen. Und wenn wir mal schauen nach ein paar Statistiken, also tatsächlich auch wahrscheinlicher, wenn man ein Mädchen ist, fürs Gymnasium empfohlen zu werden, selbst wenn man schlechte Noten hat. Also auch da sehe ich eigentlich wieder, dass halt Mädchen bevorteilt werden. Ja, aber auch da, wenn man wieder darauf hinweist und sagt, ja, aber guck doch mal, Mädchen werden doch an so vieler Stelle bereits bevorzugt. Bei vielen Jobausstellungen steht ja auch schon drin, wir nehmen extra bloß Frauen oder wir wollen eine Frau für den Empfang, um die Leute anzunehmen. Ich meine, an sich kann ich es halt nachvollziehen. Ja, Frauen sind meistens umgänglicher. Auf Frauen geht man auch höflicher ein meistens. Frauen haben auch ein häufig besseres Geschick darin, Sachen zu verkaufen, Sachen anzubieten. Also ich sage ja nicht mal, dass ich es nicht verstehen kann, wenn jetzt irgendwelche Leute eine Frau einstellen wollen extra. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem Hotel für die Rezeption eine Frau unbedingt einstellen wollen, weil die meinen, Frauen sind dafür besser geeignet. Das ist ja an sich für mich auch in Ordnung. Die Leute wollen halt eine Frau einstellen. Dann machen die das. Da habe ich jetzt an sich kein Problem mit. Ich habe halt bloß ein Problem damit, dass immer so getan wird, als würden Männer überall bloß bevorzugt werden, während es mittlerweile in dieser Gesellschaft schon so viele Beispiele dafür gibt, dass Frauen eben bevorzugt werden. Und wenn du halt dann dagegen bist oder einfach bloß auch mal mit Logik dagegen vorgehst und versuchst, Argumente dagegen vorzubringen, du schon sehr, sehr gerne in diese rechte Ecke reingestellt wirst oder in die Sexismus-Ecke reingestellt wirst. Und ich finde, das ist halt keinem vernünftigen Gespräch, wie ich es bereits gesagt habe, ist halt kein vernünftigen Gespräch wirklich dienlich, wenn man Leute diffamiert und schlechter macht, als sie sind und dann direkt in so feste Ecken einordnet. Weil das Einzige, was man daraus dann hat als Resultat, ist, dass die Fronten sich noch mehr verhärten und man einfach keinen vernünftigen Konsens hat. Und anstatt immer zu sagen, mimimi, uns Frauen geht's ja so schlecht, oder jetzt dagegen zu kommentieren, mimimi, uns Männern geht's ja eigentlich so schlecht, obwohl man dafür auch genügend Gründe vorbringen könnte. Anstatt das zu machen, sollte man vielleicht einen intersexuellen Dialog suchen, dass man einfach versucht, sich da gegenseitig auszutauschen und mit fairem und gerechtem Blick einfach darauf zu achten, okay, was sind jetzt die besonderen Herausforderungen als Frau in dieser Gesellschaft? Was ist als Frau schwieriger, vielleicht auch anstrengender oder was kommt als Frau häufiger vor? Wo müssen vielleicht Frauen entlastet werden? Man aber genauso schaut, okay, wo müssen denn Männer entlastet werden oder wo haben es Männer vielleicht schlechter? Und ich denke auch nicht, dass die meisten Männer was dagegen hätten, weil ja immer gern so getan wird, als ob dann Gleichberechtigung bloß an dem männlichen Geschlecht scheitert. Das Problem ist halt einfach nur, was ich sehe, weswegen da viele Männer nur mit dem Kopf schütteln oder abwinken oder gar keinen Bock haben, überhaupt auf diesen ganzen Gespräche. Das ist, dass man als Mann da schnell abgetan wird. Alle Probleme werden aufs männliche Geschlecht bloß geschoben. Dinge, worunter Männer zu leiden haben im Alltag, die werden runtergebrochen, bagatellisiert, geleugnet. Und das macht es halt schwierig, ne? Weil Männer sehen ja auch, dass vieles in der Gesellschaft ungerecht ist. Und ich fände es jetzt halt auch unfair zu sagen, Männer sind zum Beispiel jetzt von Natur aus unfairere Menschen. So ist es ja nicht. Männer wollen auch durchaus in einer fairen Gesellschaft leben. Aber wenn das halt alles so einen ideologischen Push hat und alles so von super links kommt und super feministisch ist und die Täter bzw. die Schuldigen in diesem Sinne bereits vordeterminiert werden, ich meine, ist ja auch kein Wunder, dass Männer das so nicht annehmen, wenn selber eigene Interessen einfach übergangen werden dort. Und das kommt halt einfach nicht weiter, auch dadurch das ganze Thema. Ich finde das halt sehr schwierig. Und wie gesagt, vieles wird da auch gern übergangen. Also zum Beispiel bei Männern, was auch Stress betrifft, es sterben halt auch viel mehr Männer durch ihre Arbeit, aber nicht nur durch Unfälle direkt, die dort verursacht werden oder weil die Arbeit an sich halt gefährlicher ist, wie zum Beispiel bei Polizei, Rettungskräften allgemein, Militär etc. Sondern vieles wird halt eben auch unter den Teppich gekehrt. Also was zum Beispiel auch eine Sache ist, was Männer auch betrifft. Männer verarbeiten Stress zum Beispiel anders als Frauen. Also bei Männern ist es so, bei Stress stoßen die mehr Cortisol aus oder stoßen die überhaupt erstmal Cortisol aus. Ich weiß nicht, wie es genau bei Frauen ist, bin jetzt kein Biologe, was das betrifft, aber auf jeden Fall, wenn Männer unter Stress sind, stoßen die halt große Massen an Cortisol aus. Und das Problem ist halt, beziehungsweise die Sache mit Cortisol, das ist ein bisschen wie mit Koffein und Müdigkeit. Cortisol hilft erstmal so, den Stress zu bewältigen,
und dadurch den Stress nicht mehr so direkt als Stress wahrnimmt, kann aber auf lange Sicht dann sehr schlechte Konsequenzen auch für die Gesundheit haben, kann Herzinfarktrisiko etc. hochsetzen. Und das ist eben halt auch eine Sache. Männer haben halt auch eine geringere Lebenserwartung in dieser Gesellschaft. Und es kommt nicht nur durch Arbeitsunfälle, das kommt auch nicht nur durch Überfettung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen und so weiter. Das wäre natürlich auch eine Sache, was man mit reinbrechen könnte. Dann gibt es natürlich auch noch genetische Faktoren. Also Männer haben ein XY-Chromosom und auf dem Y-Chromosom sind auch einige Krankheiten drauf, beziehungsweise können einige Krankheiten drauf sein, was Frauen so nicht haben können. Aber, wie gesagt, also viele Männer, die haben halt auch sehr viel Stress auf der Arbeit, stoßen halt Cortisol aus und das führt halt eben auch zu gesundheitlich langen Folgen, beziehungsweise kann halt auch zum verfrühten Tod führen, dass man halt 3, 4, 5 Jahre früher stirbt, als man ohne diesen Stress gestorben wäre. Und auch das sind halt Sachen, was halt Männer auch jeden Tag aufs Neue wieder betrifft, beziehungsweise wo Männer auch jeden Tag aufs Neue wieder gefordert werden. Und das wird halt sehr gerne unter Teppich gekehrt und das macht es halt sehr schwierig mit dieser ganzen Diskussion hier. Und mittlerweile ist halt wirklich so dieser Fokus, wenn du da irgendwie widersprichst gegen diesen extrem ideologisch beeinflussten Aussagen auch aus dieser linken Ecke dort, oder wenn man irgendwelchen Aussagen widerspricht aus der Woke-Bubble, aus der Feminismus-Bubble, man wird halt sehr, sehr gern direkt abgetan als Sexist, Chauvinist und was nicht alles. Und ich finde es mittlerweile einfach unheimlich schwierig, noch vernünftige Gespräche mit den Leuten zu führen. Denn ja, wenn wir halt in eine Gesellschaft mittlerweile reinrudern, wo alle gleich Rassisten und Sexisten sind, weil die eine andere Meinung haben, dann ist das eine Menge, aber demokratisch ist es ganz sicher nicht. Und es ist halt auch nicht zielführend auf jeden Fall. Und das ist mir eben auch immer wieder aufgefallen, bei ganz, ganz vielen Sachen, die ich jetzt immer im Netz gelesen hatte, dass halt die Leute mehr und mehr auch extremistische Einstellungen bekommen. Und das Lustige ist ja, im Grundresultat dieser Studie selber hier, die distanzierte Mitte, das war ja, dass die Leute immer mehr extreme Meinungen bekommen, beziehungsweise mehr abdriften in extremes Gedankengut. Und dieses Schwarz-Weiß-Bild, was halt eben auch von dieser Studie ausgeht, das ist halt selber eine Abdriftung eigentlich ins Extreme, weil hier, wie gesagt, dann auch Leute direkt diffamiert werden oder verunglimpft werden, die vielleicht so ein bisschen chauvinistisch sind, die vielleicht so ein bisschen sexistisch sind, aber durchaus gar nicht sein müssen. Also ihr könnt euch ja mal das ganze Video anschauen, da sind noch ganz viele andere Themen mit dabei, wo man es wirklich hier an den Kopf greifen kann. Und auch hier würde ich eigentlich mit zustimmen können, zum gewissen Teil. Nicht, dass ich jetzt sage, Frauen alle dann hat und so weiter, aber auch was er gesagt hatte, dass viele Frauen ja eigentlich auch wirklich selber als Ehefrau eher wirken wollen, beziehungsweise als Mutter auftreten wollen. Das ist eben auch eine Sache. Und ich würde niemals eine Frau dazu zwingen wollen, dass sie in diese Ehefrauenrolle in Anführungszeichen sich dort einfügen muss oder dass sie hinterm Herd stehen soll. Aber viele Frauen machen das ja auch gerne. Und er hat da auch was Interessantes angesprochen, was ich denke, was allgemein stimmt. Und zwar, dass wir auch in der Gesellschaft Arbeit besser honorieren sollten. Denn was steckt denn dahinter, wenn mehr Frauen zum Beispiel mehr zu Hause bleiben und sich um die Erziehung kümmern, die Kinder großziehen, sich im Haushalt und so weiter kümmern? Was ist denn dann die Konsequenz daraus? Die Konsequenz wäre, der Mann arbeitet, die Frau arbeitet nicht, also nicht in einem Angestelltenverhältnis oder vielleicht mit einem Nebenjob, aber sie arbeitet auf jeden Fall nicht in einer Vollbeschäftigung. Und das würde ja eben auch heißen, dass ein Job ausreichen müsste, um die Familie halt versorgen zu können, anstatt dass man 2 Jobs nehmen muss. Und auch da hat er eigentlich recht soweit, dass man auch dort eigentlich das fair bezahlen sollte. Und wie gesagt, ich will jetzt keine Frauen irgendwie hinter den Herd drängen, aber ich finde, Frauen, die eben auch noch als Ehefrauen auftreten, beziehungsweise die halt wirklich dieses klassische Frauenbild auch erfüllen, sehe ich nichts Schlimmes dran. Und gerade wenn die Frauen auch so selber leben wollen oder diese Rolle auch wirklich einnehmen wollen oder sich auch wirklich erfüllt fühlen in dieser Rolle der Erzieherin und der Verwalterin des Haushalts, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Und ich finde, das sollte man auch einfach so akzeptieren, denn wie gesagt, wenn die Frauen so leben wollen, sollte das auch so in Ordnung sein. Und ich finde, es sollte eben auch so bezahlt werden, beziehungsweise auch die Arbeit des Mannes dann so bezahlt werden, dass man das so machen kann. Aber auch hier würde man dann schon wieder in die Sexismus-Ecke reingesteckt werden, wenn man sagt, es ist doch ganz in Ordnung so oder das ist doch ganz gut sogar vielleicht, wenn Frauen so leben wollen, beziehungsweise wenn Frauen so eine Stellung einnehmen wollen. Und das Lustige ist, wenn jetzt Frauen das selber sagen würden, dann würde jetzt mir diese extrem linke Ecke ankommen und sagen, ja, ihr seid ja alle Gehirn gewaschen und ja, ihr werdet aber ausgenutzt, ihr könnt gar nicht verstehen, wie ihr ausgenutzt werdet von diesem System. Das ist eben auch so das Problem von diesen extrem linken, diesen extrem woken, den extrem feministischen, dass die wirklich einfach auch glauben, dass es keine Frau gibt, die wirklich in diesem klassischen Bild auch sich geborgen fühlt, die auch in diesem klassischen Bild des Frauseins aufgehen kann und immer wieder auch dieser Eindruck dann generiert wird von wegen dieses klassische Bild, das ist nur schlecht. Und ich finde das eben halt schwierig, denn wie gesagt, viele Frauen, die wollen eben auch so leben, die wollen Hausfrau sein, die wollen sich lieber um die Kinder kümmern, als dass die sich tagtäglich in einem Job mit irgendwelchen Leuten rumstreiten wollen und dann irgendwelche Machtspiele und so weiter ausleben wollen. Kann ich gut nachvollziehen, auf solche Machtspiele habe ich nämlich auch keinen Bock. Also ich habe mir auch dann immer Arbeiten gesucht gehabt, wo ich meine Ruhe für mich hatte und mein Zeug machen konnte. Ich kann das auch überhaupt nicht ausstehen, wenn man irgendwo in so einem Büro ist und dann immer diese Machtspiele zwischen Etagen dort ausgeführt werden. Also es ist teilweise echt schlimm.
Das Schlimme ist, es wird ja nicht mal unbedingt besser, wenn man bei höheren Bildungsstufen angekommen ist. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich im Archiv gearbeitet hatte, im Krankenhaus, da hatte ich einen Teil gehabt, das war eine Patientenakte. Da hatte ein Arzt wirklich auch geschrieben, was er für Probleme hatte mit einem anderen Arzt. Also der wollte irgendwelche Resultate haben von einem Röntgenscan. Und wo dann der eine Arzt bloß reingeschrieben hatte, der Kollege wollte mir leider keine Aussagen geben. Ich habe ihn dreimal geschrieben gehabt intern. Kommunikation leider nicht möglich. Ja, also man könnte ja meinen, ne, also so Verhältnisse am Arbeitsplatz, dass man so idiotisch miteinander umgeht, das ist alles eine Sache von Geringverdienern oder von Leuten mit wenig Bildung. Aber ja, wenn das selbst unter Ärzten mit vorkommt, also unter Leuten, die einen Doktortitel haben, dass man nicht vernünftig miteinander diskutieren kann. Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht als Hausmann unbedingt super gerne leben wollen und mich dann um 2, 3, 4 oder noch mehr Kinder kümmern wollen. Da hätte ich keine Lust drauf. Aber wenn ich mal halt auch so belege, was ich teilweise im Arbeitsmarkt erlebt habe und wie dort teilweise auch umgegangen wird und was es immer auch dann für ein Druck ist und wie dann Intrigen gesponnen werden und was nicht alles. Also ich kann es durchaus verstehen, wenn Frauen auch gerne zu Hause bleiben wollen und sich auch durchaus wohlfühlen in diesem Bild der Ehefrau oder der Mutter halt. Ja, wie gesagt, auch das wird dann ja wieder in eine Ecke reingedrängt, von wegen Gehirn gewaschen und ja, das ist immer einfach mein Problem damit, dass einfach auch diese ganzen Woken, die extrem Linken, die Extremfeministen da einfach viel zu viel zu sagen haben mittlerweile und diese ganze Diskussion mittlerweile so verkommen ist, wenn du auch nur irgendwie eine Meinung hast, die irgendwie Mainstream ist, was das ganze Thema betrifft oder die man vielleicht als konservativ oder so sehen könnte, man wird halt schon extrem schnell in dieses rechte Niveau reingedrückt und ich bin überhaupt nicht rechts, ich lehne das total ab, bin auch kein Holocaust-Leugner oder dergleichen, würde ich nie sein, finde ich vollkommen irrational, wie man sowas leugnen kann bei all den historischen Beweisen, die wir dafür haben. Genauso bin ich absolut kein Fan von der AfD, aber wenn ich jetzt sowas sagen würde oder sagen würde, ja, Frauen können doch auch so leben in dieser Mutterrolle, würde ich allein deswegen halt auch in die rechte und sexistische Ecke abgedrängt werden. Und ich habe das ja schon in anderen Videos auch schon gesagt, also ich finde das total daneben einfach, weil das einfach unsere Gesprächskultur auch zerstört. Also wenn man direkt Leute, nur weil sie was ein bisschen anders sehen, so in extremistische Ecken reinstecken möchte, das dient einfach keinem vernünftigen Konsens. Und das ist einfach eine Sache, wo ich mir sehr wünschen würde, dass man das einfach in Zukunft nicht mehr machen würde. Denn, wie gesagt, das ist einfach nicht hilfreich. Ich sehe da nicht viel Gutes drin, beziehungsweise eigentlich gar nichts Gutes drin. Und finde es halt mittlerweile sehr, sehr schwierig, wie halt diese Diskussion läuft. Ja, und das Resultat sowieso von diesem ganzen Vorgehen, von diesem ganzen Gepusche dort, von diesem ganzen Extremismus, von diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal wirklich Religionsausleben in dieser ganzen Debatte dort, das ist so einfach, dass man mittlerweile eigentlich überhaupt nichts mehr über Frauen sagen kann, was irgendwie ein bisschen problematisch ist. Und wenn man also Aussagen trifft wie, ja, die Frauen, die reden ja immer nur, aber die lösen auch keine Probleme. Oder die Frauen spinnen gern Intrigen und so weiter. Man wird halt schon super extrem schnell in die rechte Ecke dann reingestellt, obwohl es ja leider auch viele Frauen gibt, die wirklich intrigant sind. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und ja, woher kommen denn auch hier die ganzen Stereotypen wieder? Sowohl was Männer als auch Frauen betrifft. Richtig, weil diese Sachen eben auch häufig passieren. Genauso wie eben auch viele Männer sehr arrogant sind, können auch Frauen sehr arrogant sein. Genauso wie viele Männer als Machos auftreten, gibt es auch viele Frauen, die sich total schlampig verhalten. Oder gibt es halt auch viele Frauen, die dann sehr intrigant vorgehen auf der Arbeit. Gibt es durchaus auch Frauen, die sich hochschlafen in Berufen. Das gibt es auch alles, sowohl auf der männlichen Seite als auch auf der weiblichen Seite. Ich finde, man sollte nicht mit Stereotypen über die Leute urteilen, aber man sollte sich immer auch in den Kopf zurückrufen, dass auch Stereotypen auf gewisse Dinge zurückzuführen sind, die auch in der Gesellschaft anzutreffen sind. Aber das Problem ist ja mittlerweile, man kann als Mann eigentlich gar nichts mehr irgendwie gegen Frauen sagen, selbst wenn wirklich 80-90% der Männer das nachvollziehen könnten. Und ich will mich jetzt auch nicht dafür einsetzen, dass man mit Stereotypen um sich werfen darf oder dass man mit Stereotypen um sich werfen sollte sogar und dann Frauen mit irgendwelchen Stereotypen begleiten sollte dort. Aber mittlerweile kannst du ja als Mann gefühlt gar nichts mehr sagen. Aber von Frauen jedoch wiederum wird es so erwartet, dass man von Frauen sich alles anhört, was die einen teilweise vorwerfen. Und da gibt es mittlerweile auch schon Sachen, die sind einfach so dermaßen übergriffig, wo ich mir auch denke, wie kann man denn dann nicht selber sehen, dass das, was man da von sich gibt, auch selber übergriffig ist. Und ich kann euch ja mal kurz ein Beispiel einblenden von etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen öfters gesehen hatte im Netz.